Hallo, die Sachen sind gepackt und morgen geht es nach Marburg zum MarburgCon. Doch vorher wollte ich noch dieses kleine Video aufnehmen. Ich hatte bereits in 2016 und 2017 zwei Verlosungen von meinen Büchern gemacht und es entsprechend mit YouTube-Videos begleitet. Da war es allerdings im Ergebnis eine Sache des Glücks, denn von den Teilnehmern wurden die Gewinne schließlich gezogen. Dieses Jahr wollte ich es mal anders machen und damit hoffentlich auch ein wenig spannender. Nun, zwar gibt es den dritten Teil von Kalion leider noch nicht zu kaufen, geschrieben ist er allerdings, doch das soll an dieser Stelle kein Hindernis sein. Somit, falls du, ähnlich wie ich, zu jenen Leuten gehörst, die noch nie etwas gewonnen haben, das hier ist eine neue Chance, das Blatt zu wenden. Oder auch nicht. Dem Glück wird diesmal kaum etwas überlassen. Wenn du also gerne Rätsel löst und interessante Wissensfragen beantwortest, solltest du unbedingt mitmachen. Was gibt es zu gewinnen? Nun, es gibt eine Box zu gewinnen, einen Karton. In diese Schachtel werde ich alle möglichen Sachen hineinlegen, die mich persönlich interessieren oder die zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt meines Lebens für mich wichtig oder spannend waren. Es wird also eine Sammlung verschiedener Dinge werden, insgesamt im Wert von 100 Euro. Und keine Sorge, es ist nicht so, dass ich einfach nur hier in der Wohnung ausmiste und mir dabei überlegt hatte, irgendeinen Flohmarkt-Ramsch in eine Kiste zu packen und zu tun, als wäre es ein toller Gewinn. Was irgendwie wie eine smarte Art klingt, um Gerümpel loszuwerden. Nein, ich muss all die Sachen, die mir hierzu einfallen, noch bestellen. Das wird alles Neuware sein, noch im Zellophan. Vielleicht mit einer oder zwei Ausnahmen, falls ich gezwungen sein sollte, auf antiquarische Angebote zurückzukommen. Denn ich stelle zunehmend fest, dass es allerlei Bücher gibt, die kriegt man neu gar nicht mehr. Das passiert mir in letzter Zeit immer öfter. Es werden also Bücher dabei sein, es werden CDs dabei sein, es werden DVDs dabei sein. Aber auch ganz andere Sachen. Es ist somit das, was man im Anglo-Amerikanischen neumodisch als eine Surprise Box bezeichnet. Deswegen möchte ich auch nicht benennen, was alles reinkommt, denn das würde unnötig die Entdeckungsreise schmälern. Außerdem muss eine klare Chance bestehen, dass der Gewinner oder die Gewinnerin mit den vorliegenden Sachen so gar nichts anfangen kann. Ich finde, das gehört zu dem Spaß irgendwie dazu. Mit in die Kiste kommt allerdings auch ein Gutschein für Amazon rein, damit du nicht so bedingungslos meinem Geschmack ausgeliefert bist. Somit sollten dich die eigentlichen Gewinne eher abschrecken, kannst du immerhin auf einen Blanko-Gutschein zählen. Das ist doch was. Das Kalion-Spiel selbst ist sichtlich einfach. Und mit sichtlich einfach meine ich nicht, dass die Fragen einfach zu beantworten sind. Ich meine damit, dass der Spielaufbau sehr einfach ist. Es wird nacheinander 23 Fragen geben, die man richtig beantworten muss. Nach jeder richtig beantworteten Frage wirst du in die nächste Runde geleitet. Erst nach der letzten Frage wird ein Schlüsselwort verraten. Wer das abschließende Schlüsselwort als erster zum Beispiel im Twitter postet oder an eine dafür vorgesehene E-Mail-Adresse schickt, was ja irgendwie diskreter ist, der oder die hat gewonnen. Dieser ganze Vorgang wird eine Weile dauern. Es wird sicher Fragen geben, die manche als sehr einfach empfinden werden, während man über anderen Fragen möglicherweise tagelang brüten muss. Die ganze Sache wird also Wochen in Anspruch nehmen. Ich selbst habe noch nicht alle Fragen beisammen und es kann somit vorkommen, dass du zwar bereits als Erster auf der richtigen Seite der nächsten Runde landest, dort aber die Frage noch gar nicht vorliegt. Das ist ein wenig gemein, ich weiß. Dann musst du die Seite im Browser bookmarken und später wiederkommen. Ich könnte auch eine Mitteilung posten, wenn eine neue Frage online ist. In diesem Sinne kann es sich lohnen, mir auf Twitter zu folgen oder die Kalion-Seite auf Facebook zu liken. Ich weiß, ich mag Social Media auch nicht so besonders. Aber wenn jemand wie ich darauf verzichtet, wird er schlagartig vollständig unsichtbar. Sogar wenn ich die größte Werbeagentur auf meiner Seite hätte, würden die mir auch nur sagen, sie müssen auf Twitter und Facebook sein. Ich kann nicht einfach auf J.D. Salinger machen, nicht in diesem Zeitalter. Nun einige formalen Punkte zu der ganzen Sache. Ich habe mir den Spielverlauf auf eine Art und Weise überlegt, bei der du dich nirgendwo anmelden musst. Keine Registratur, keine Angaben, keine Daten. Dieses Spiel sammelt absolut keine Informationen über dich. Es ist vollkommen passiv. Ich finde, gerade heutzutage ist das etwas Besonderes und ich wollte keine Aktion aufrollen, die so aussieht, als würde ich E-Mail-Adressen von Leuten sammeln, um sie später mit Spam zu versorgen.
Als einem beinahe brotlosen Künstler wie mir würde man das vermutlich eher nachsehen als einer gewieften Marketingagentur. Aber mal ehrlich, ich denke, ich habe bei euch auch eine gewisse Kredibilität aufgebaut als jemand, der diesen ganzen Scheiß nicht macht. Somit keine E-Mails, keine Adressen, keine Identitäten. Naja, allein der Gewinner oder die Gewinnerin wird später intern irgendeine Postadresse herausrücken müssen für den Versand der rätselhaften Kiste. Dieses ganze Thema hat letztendlich auch einen juristischen Unterton. Deutschland ist durchaus geplagt von allerlei Abzocken, die sich als Gewinnspiele tarnen, und damit ist dies zugleich ein Schlachtfeld der unzähligen Abmahnungen. Mit beiderlei wollte ich nichts zu tun haben. Denn da hätte ich mich plötzlich mit irgendwelchen Disclaimern beschäftigen müssen und mit Datenschutz und damit, wie man bei einer solchen Aktion im rechtlichen Rahmen bleibt. Doch hierbei dreht sich ja fast alles nur um den Datenschutz. Also behält eure Daten und ich kann ruhiger schlafen. Ich finde, das ist ein richtig guter Deal für mich. Das hat natürlich einen interessanten Haken. Du wirst es dir vielleicht schon denken. Wenn es keine individuellen Accounts gibt, was hindert jemand daran, ein Ergebnis zu nehmen, es auf Facebook zu posten und damit unzähligen Leuten zu ermöglichen, mühelos Abkürzungen zu nehmen? Natürlich kannst du die Antwort für, sagen wir mal, Frage Nummer 15 nehmen und sie in irgendeinem Forum posten, aber letztendlich verkleinerst du damit nur die Chance, selbst zu gewinnen. Und das versteht, glaube ich, jeder. Somit denke ich vielmehr, dass die teilnehmenden Personen sich eher auf die Zunge beißen werden, als ihren Mitbewerbern Antworten zu verraten. Und falls der Sieger einem Bodhisattva ähnlich die 23. Frage löst und das Resultat der Frau seiner Träume schenkt, die es dann 3 Minuten später entsprechend postet und den Gewinn einstreicht, ohne auch nur eine Frage beantwortet zu haben, nun, da habe ich doch nichts dagegen. Das sind alles sehr präzise Spiegelbilder der Welt, in der wir leben. Was ich auf jeden Fall am Ende der Aktion tun werde, ist ein komplementäres Video zu diesem hier zu machen, wo ich all die Sachen durchgehe und zeige, die ich in die Kiste gelegt habe. Der Gewinner wird zu diesem Zeitpunkt die Box längst bekommen haben. Eine weitere Frage, die vermutlich sehr naheliegend ist: Muss man die beiden bisherigen Bände von Kalion gelesen haben, um mitzumachen? Das ist übrigens auch eine interessante Frage mit gewissen juristischen Untertönen. Stellt die Teilnahme am Spiel einen Kaufzwang dar? Versuche ich dich dazu zu kriegen, zuerst meine Bücher zu kaufen, damit du überhaupt bei dem Quiz mitmachen kannst? Nein, nein. Ich kann zwar nicht verneinen, dass diejenigen, die Kalion gelesen haben, es an manchen Stellen deutlich leichter haben werden, aber es stimmt schon, dass sich bestimmte Antworten, die vielleicht einen starken Kalion-Bezug haben, auch anders erschließen lassen. Dafür werde ich sorgen, dass das geht. Hierbei kann wirklich nicht schaden, diesen YouTube-Kanal zu abonnieren. Im Grunde sollten alle Fragen bewältigbar sein, ohne dass man die Bücher gelesen hatte. Man muss da nur eben einige Umwege nehmen. Aber das Ganze ist ohnehin kein reines Kalion-Quiz. Ich nehme auch Bezüge auf meine eigene Biografie oder auf die Weltgeschichte, denn letztendlich bezieht Kalion aus der Menschheitsgeschichte eine gewisse Inspiration. Vielmehr fällt mir an dieser Stelle nicht ein. Somit bleibt nur noch eine Sache zu tun: die Webadresse einzublenden, unter der das Quiz beginnt. Noch befindet sich dort keine Quizfrage, das wird sich aber bald ändern. Du kannst die Seite allerdings schon mal bookmarken. Wenn dort die erste Frage auftaucht, ist das Spiel eröffnet. Viel Glück!